Und wir wollen beim Thema Deiche bleiben. Zugeschaltet ist mir nun Gerd Friedsam, der ehemalige Präsident des Technischen Hilfswerkes THW. Guten Morgen, Herr Friedsam, und danke, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen. Guten Morgen, nicht dafür. Die Deichanlagen, wir haben es immer wieder gehört, sie sind völlig durchnässt, sie drohen zu bersten in Niedersachsen, in Sachsen-Anhalt. Aus Ihrer Erfahrung, Sie sind katastrophenerfahren mit solchen Situationen. Also wie prekär, wie ernst ist tatsächlich die Lage? Also ich glaube, man muss sich hier tatsächlich vor Augen halten, es sind wirklich beeindruckende Wassermassen, die sich derzeit in weiten Teilen Deutschlands ja zeigen. Und wenn ich allein bei mir hier aus dem Fenster sehe, es ist zum vierten Mal, dass der Rhein jetzt über die Ufer tritt. Und das hat natürlich auch Folgen für die Sicherungseinrichtungen insgesamt. Denn und wenn man sich selber mal ein Bild von der Uferbepflanzung macht, dann sieht man schon, dass hier immens auch die Natur darunter leidet, Bäume drohen umzustürzen, um das nur als ein Beispiel mal zu nennen. Und je länger das dauert, umso größer wird die Gefahr. Die Gefahr ist also groß, wie Sie selbst beschreiben, aber wir sprechen im Moment nur von dem Wasser, was sich angesammelt hat und bisher auch geflossen ist. Es kam von oben, jetzt wird auf einmal Frosttemperaturen vorhergesagt. Das heißt, dieses gesamte Wasser könnte in den Deichen ja auch frieren. Also was bedeutet das? Könnten die tatsächlich explodieren? Und auch diese ganzen Wasserflächen, die wir sehen, also das kalte Wetter, ist das jetzt nochmal eine zusätzliche Gefahr? Also zunächst gehen wir ja davon aus, dass die Niederschläge abnehmen werden. Und dadurch kann sich natürlich auch eine leichte Entspannung der Hochwasserlage ergeben. Das, was wir letzten Endes hoffen. Aber in den Deichen ist natürlich das Wasser vorhanden. Und deshalb werden sie jetzt auch instabil. Einerseits kann man sagen, wenn das Wasser in den Deichen gefriert, könnte man davon ausgehen, dass das sich entsprechend stabilisiert. Aber Eis breitet sich halt eben auch aus, indem es gefriert. Und da kann es in der Tat dazu kommen, dass so ein Deich droht aufzuplatzen. Und was hatte das für Konsequenzen? Also gibt es ja auch Meinungen, dass das Eis tatsächlich den Deich stabilisieren könnte. Aber die Ausbreitung, Sie haben es eben gesagt, wenn ein Deich so bersten wird, also sind dann die Konsequenzen genauso fatal wie jetzt zum Beispiel, wenn es weiter regnen würde? So ist es. Ein Deichbruch ist ein Deichbruch, von welcher Ursache auch immer, ist es letzten Endes durch die Durchfeuchtung, dass ein Deich bricht, oder halt eben durch das Aufplatzen, wenn letzten Endes das Wasser in den Deich gefriert. Herr Friedsam, aber jetzt müssen wir uns die Frage stellen, wir sehen ja, dass immer wieder mobile Deichanlagen jetzt eingesetzt worden sind und Alina Quass hat das ja eben noch einmal beschrieben. Also man hat ja diese Deiche und es hat so ein bisschen den Eindruck, dass man irgendwie die viel zu spät aufgestellt hat, dass man auch wieder nicht genug Sandsäcke hat und dass vor allen Dingen aus diesen Naturkatastrophen im Ahrtal und in Nordrhein-Westfalen 2021 überhaupt nichts gelernt worden ist aus diesen Ereignissen. Also es gab nur Lippenbekenntnisse. Würden Sie dem zustimmen oder sehen wir das einfach nur zu schwarz? Also ich glaube, was nach jeder dieser Ereignisse wichtig ist, dass man die Dinge letzten Endes im Nachgang betrachtet. Und ich glaube, wenn man jetzt davon spricht, alle Deiche in Deutschland seien sozusagen instabil durch diese Wassermassen, so stimmt das letzten Endes doch nur eingeschränkt. Die meisten Deiche halten ja und nur bestimmte, wenige Deiche erfüllen jetzt nicht den Schutzgrad, deshalb Maßnahmen ergriffen werden müssen. Und diese muss man eben genau sich nochmal auch im Nachgang vornehmen, um zu sagen, okay, hier müssen wir tatsächlich Verbesserungsmaßnahmen ergreifen. Und ich glaube, was sich jetzt auch zeigt mit dem Einsatz dieser mobilen Hochwasserschutzsysteme, die ja gar aus Frankreich jetzt zugeführt werden, zeigt doch, dass wir insgesamt in Deutschland solche Systeme auch entsprechend vorhalten und wir können uns gegenseitig auch hier helfen. Natürlich ist es immer wünschenswert und das haben auch diese Ereignisse beispielsweise 2021 in Nordrhein-Westfalen, aber insbesondere auch im Norden von Rheinland-Pfalz gezeigt. Man muss letzten Endes die entsprechenden Lehren daraus ziehen, hier bessere Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Es ist immer wünschenswert,
mehr Vorhaltung zu betreiben. Das war auch immer ein Punkt, der für mich wichtig war und dass wir gerade dort auch als THW im logistischen Bereich oftmals Dinge vorhalten, die wir dann gezielt an den Einsatzort bringen können. Gerhard Friedsam, der ehemalige Präsident des Technischen Hilfswerkes, ich danke Ihnen für das Gespräch und Ihre Erklärungen. Noch mehr News, die gibt es bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.